So, ich habe mir mal oben ganz kurz die Beeren gesammelt. Leider habe ich voll vergessen, mir anzufangen aufzunehmen. Gucken wir mal, was für Level die hier haben. Weil jetzt ist nämlich die Frage, wo lang gehen wir? Ich meine, wir können jetzt einmal hier hingehen. Wir können aber auch hier hingehen. Ja. Das ist halt jetzt die große Frage, ne? Ich hab mich keine Ahnung mehr zu sein. Ach komm, scheiß drauf, wir machen jetzt hier. Gehen wir hier durch. Drei Pokémon habe ich hier noch nicht gesehen. Okay. Boah, die sind echt niedrig. Eigentlich müsste ich, glaube ich, unten lang gehen. Natürlich jetzt auch nicht Geld zu farmen dadurch, ne? Ja, komm, wir gehen jetzt einfach in die nächste Stadt um lang. Oder? Mach das jetzt hier fertig? Ich weiß es nicht. Ein Wiederbelieber. Ja, komm, wir gehen unten lang, scheiße drauf. Ist ja jetzt auch egal. Das können wir ja immer noch machen. Wie gesagt, ich weiß auch noch nicht, was für ein Level die hier haben. Kann auch sein, dass wir erstmal unten lang, ach, an der anderen Seite lang müssen. Ja, aber hier scheint es halt schon eher Richtung dem Gebiet zu gehen, welches wir müssen, ne? Mit Level 29ern. So. Ich wollte gerade sagen, Selbstzerstörung, wie immer. Freie XP ist immer nett. Ja, Fisherman. Gehen wir hier holen. Holen uns das Item. Also Land-Pokémon haben wir alle gesehen, die es hier gibt. Das ist das einzige seltene hier. Ja, mittlerweile auch schon 42 tatsächlich gefangen. Und man sieht alle Moves hier. Das ist auch sehr cool. Okay. Man sieht auch, in was für eine Richtung man das normalerweise hier benutzen würde. Ah, es ist halt. Ne, das sind die Base Stats. Ah, okay. Man sieht ja auch hier zum Beispiel, Glurak hat einen guten Spezialattacke. Mein Glurak hat dann nochmal eine verbesserte, weil. Das sind 30er, ne? EV. Also kann man sich ja schon vorstellen. Das ist doof. Was macht Blaze denn eigentlich? Okay. Okay, wollen wir erstmal weitermachen. Ach, 4 ist natürlich nicht so geil. Ich wollte eigentlich was Stärkeres sehen. Okay, das sollte dann helfen. Und nächster bitte.
8, das könnte wehtun. Ja, das tat auch weh. Okay. Besiegt haben wir ihn. Und sammeln uns jetzt das Item hier ein. Und laufen jetzt weiter runter. Ich hatte ja was zum Heilen, ne? In Form von Bären, und zwar Citrus. Gebe ich dem mal 2, dann ist er wieder Full HP. Okay, so. Was hast du denn? Einen Magikarp. Level 24. Ich meine, je nach das tut trotzdem weh. Definitiv. Das hat auch gereicht. Nice. Vor allem ist es auch neutral effektiv, also von daher. Macht das schon seinen Job, ne? Und endlich mal irgendwo anders. So. Hier haben wir noch viele Pokémon tatsächlich nicht gesehen und hier gibt es wieder Ditto. Das heißt, wir werden hier gleich nochmal ein bisschen suchen gehen. So, Goldini, Goldini, Goldini. 4 ist so scheiße schwach, mein Gott. Das tut schon ein bisschen mehr weh. Nach dem Kampf bin ich auf jeden Fall auch Level 36 mit ihm. Ich frage mich ja tatsächlich, was hier für Pokémon noch auftauchen. Die wir noch nicht gesehen haben sollen. Gegen dich kann ich kaum kaum Bodentacken einsetzen, leider. Dann nehmen wir einfach Cut oder beziehungsweise dementsprechend Slash. Und werden Level 36, wie bereits erwähnt. Nice. Mhm. Das heißt, er kann ausgetauscht werden. Er kann erstmal ausgetauscht werden und dann den Vogelbesitzer. Ein Taubsi. Ja, dann nehmen wir doch mal Rock Throw. Das müsste schon mal normalerweise schon reichen. So. Okay. Dann ein Smackdown. Jetzt müsste ich nur mal ganz kurz wissen, wie viel macht Rock Throw? Okay, okay. Bulldozer. Also, jetzt ist so die Frage. Macht mir das dann genug Schaden? Ne. So. Ein Rattat. Benutzen wir mal Smackdown. Ja, ne? Da ist der auch schon wieder platt. Ein Pikachu. Das ist ganz gut. Nehmen wir Bulldoze. Ausweichrate ist gestiegen. Hat aber gereicht für Pikachu. Ja, das sollten wir auch hinkriegen, ne? Nochmal ein Smackdown. Ja, besiegt. Nett. Und 371 Pokédollar noch dazu gekriegt. Super. CPU-Auslastung bei 30%, das geht klar.
RAM bei 50%. Ach, ich könnte kotzen. Ich muss unbedingt neuen RAM kaufen. Oh, Regentanz. Ja, Wasserfähigkeiten sind jetzt verstärkt. Was ziemlich schlecht sein könnte für mich. Okay. Okay. Ich hoffe, dass ich einen aushalte von ihm. Nö. Okay. Never mind. Aber wir haben hier wieder einen Beleber gefunden, also sollte das kein Problem sein gleich. So, dann Shop Shop. But it failed. Cross Shop heißt es ja, ich weiß, aber ich nenne es halt Shop Shop. Und 34 erreicht, nett. Ja, der Beleber. Dann brauchen wir noch die Bären. Okay. Komm, wir kämpfen erstmal den Birdkeeper. Ein Habitak. Da kriegt er mal ein Rock Throw rein. Smackdown. Noch ein Smackdown. Ich dachte, das wäre eigentlich ein Vogelkeeper, fällt mir gerade mal auf. Warum hat der zwei Radicals? Radfalls, so. Oh, hat er das von? Zwei Stück, hä? Ist ganz nett. Ist definitiv auch ganz nett. Kriegt er halt noch einen Stein am Kopf. So. Dann kriegt er noch einen am Kopf. Nett. Haben wir es auch geschafft. So. Ach, gegen dich habe ich stimmt, gegen dich habe ich noch gar nicht gekämpft. Ups. Das reicht okay, nett. So, haben wir den down. Ein Mauzi. Miauz. Genau. Level 36, nice. So, und jetzt müssen wir nur noch unseren Prime-Ape, also leveln. Dann haben wir wieder alles auf Level 36, beziehungsweise da drüber. Dann bringen wir ihn auf 40, die anderen dann auch nach und nach. Ja. Ich denke, dass das eine ganz gute Idee ist. Okay. Und besiegt. 652 Pokédollar. Nice. Rein theoretisch können wir halt mal gucken, was da oben so auftaucht, aber na gut, das habe ich mir schon gedacht.
Ich möchte halt immer noch ein Ditto haben, ein gutes. Ah, haben wir noch nicht. Will ich auch noch haben. Wenn es das überlebt, nehmen wir uns das. Okay. Noch eins wird es nicht überleben, aber das ist ja dann egal. Muss ja auch nicht, also soll ja jetzt gefangen werden. Nimm einfach mal einen Ultraball, ist ja egal. Haben wir ja noch vier Stück danach. Echt jetzt? Überleb's! Überleb's! Pikachu ganz kurz rausholen, wenn wir es fangen wollen. Haben wir keine andere Wahl. Weil Pikachu noch Paralyse kann. So, da. Das macht es im Pokémon wesentlich einfacher zu fangen, wenn es paralysiert. Das ist sogar ein normaler Pokéball. Ne, es war ein Superball, aber egal. Ein nächstes Pokémon entdeckt, das wollte ich nämlich hier erreichen. Apropos erreichen. Uno. DOS. Ein Ditto wäre ganz nett. Oder Nidoran wäre auch ganz geil. Nidorino, so. Ich möchte nämlich immer gerne beides haben. Ein anderes Pokémon entdeckt. Ich weiß nicht, ob du das überlebst. Wenn, dann fange ich dich. Okay, ja. Überlebst du immer noch eins. Oh, ein Pokéball. Hoffentlich reicht das. Nein, es reicht natürlich nicht. Ein Ultraball. Danach müssen wir die Folge wieder beenden. No. Das hat gereicht. Nice. Okay, Leute, bedankt fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge bei Pokémon Revolution Online. Tschüss.